Oh, guck mal. So ein altes. Ich habe sowas in klein als Nähkästchen, aber das ist ja. Nähkästchen. Diesmal ist da was drin. Mal gucken. Ist ja auch so ein schöner Bastelkasten für Mutti, für ihre ganzen komischen Perlen und so. Mal nicht. Nee, sag ich nicht. Ist aber weg. Oh, guck mal. Oh. Na, Gaspar. Alter, Motorradbulle. Was ist das, ein Hobel da? Guck mal. Das ist ein alter Hobel, ja. Krass. Und eine Süßigkeitentüte. Aus DDR. Außer DDR. Ja. Kenne ich, kann mich noch dran erinnern. Cool. Ja, ihr Lieben, heute zeigen wir euch mal im Video, was wir aus diesem alten Nähkasten gemacht haben, den wir im Januar 2021, war das, glaube ich, auf dem Dachboden vom Schnäppchenhaus gefunden haben. Das Video ist schon ein bisschen älter, ist mir aber irgendwie beim Aufräumen der Festplatten unter den Finger gekommen. Also euch viel Spaß damit. Willst du ein paar Bollchen? Das ist eine alte Bollchentüte. Dübel, 30 Stück, 1 Mark 20. Dübel? Dübel waren da drin. 30 Dübel, 1 Ja, Mark zu 20. DDR-Zeiten war man da ein bisschen nachhaltiger, weißt du? Da hat man, gab es in jedem Laden so eine komischen Tüten aus so einem Recyclingpapier hier, guck dir das an. So. Und wenn du so Kleinzeug gekauft hast, hast du so eine Tüte gekriegt, das haben sie da drin gemacht. Das gab es für Bonbons, für Lebensmittel, für, wie man hier sieht, auch für Dübel. Ja? Ist das da drauf geschrieben Ist oder da drauf drauf ist? geschrieben, ja. Und heute muss alles in zweimal, fünfmal Plastik und nochmal irgendwelchen anderen Krempel eingepackt werden und nochmal und nochmal. Und am Ende hast du riesige Müllberge und für eigentlich Und Mikroplastik im für Körper. Mikroplastik im Meer. Körper. Ja, da oben. Siehst du, so, das ist Nachhaltigkeit. Ja? Ja, hatten wir alles schon mal. Die Muss man Tüte, nicht die das kannst Rad du sogar neu auf den Kopf erfinden. schmeißen, weil das ist ja so ein Recyclingpapier, das baut sich selber. Ja? Da ist aber Druckerschwärze drauf. Das ist ja keine Schwärze, das ist rot und blau. Das ist noch schlimmer. Das ist ja auch nicht schlimmer. Kannst du die Brille, die Schutzbrille, kannst du das nächste Mal beim Balkenschleifen aufsetzen? Ja. Es wird denn hier schon wieder so rumkrakeelt. Ich habe nur gesagt, wenn hier Werkzeug weggenommen wird, kommt das wieder genau dahin, wo man es wegnimmt. Ja? Und nicht, dass ich nachher rumrenne und das überall zusammensuchen muss, mein Werkzeug. Da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Ja? Das kann man hier auch rausmachen. Jetzt kommst du mal mit. Wir wollen das jetzt an den Ort wieder hinhängen, wo es hingehört, als Beweis. Weil, ja, sie haben manchmal ein bisschen vergessen. Wir müssen ja alles auf Video haben immer. Alles. Ein komisches Schatzding, oder? Da habt ihr so ein Heckmeck. Wie bitte? Nix. So ein Scheißding, da machst du ein Heckmeck mit. Das ist mein Schraubenzieher, das ist kein hier, Scheißding. Komm, mal hier drauf, ja? Hier muss das rein. Ja, da gehört das rein. Ho, ho, ho. Oh. Wenn ihr hier auf dem Tisch irgendwas mit Farbe rumquackert. Wir nehmen meinen Tisch, wir brauchen deinen nicht. Komm, Franziska, wir gehen zu meinem Tisch. Da hält da nichts drauf. Hier, das ist mein Tisch, den machen wir noch. Der wird noch schön abgewischt. Hier darf ich immer arbeiten. Mach mal einen Schwenk, was er hat. Ja? So, das ist seins, alles seins. Und jetzt meinen Tisch nochmal. Das ist mein Tisch. Da darf ich immer arbeiten.
Kriegst du das fest? Ja, kriege ich das fest. Ja, jetzt machst du ja das Innenleben ab. Ich mache nicht das Innenleben, aber ich mache die Füße ab. Wie willst du die sonst festkriegen? Ich muss noch nachher arbeiten. Ja. Können wir die denn vorher schon streichen? Warum nicht? Also ich fahre in die Radie, wenn ich daran rumarbeite. Und das kann man jetzt so auch schon ein bisschen schleifen. Ja, das tut ja dem keinen Abbruch. Ihr braucht mich nicht, hattest du gesagt, ja? Hat er gewartet, bis du angestellt hast. Ja. Wir können das alleine, ja? Ja, können wir auch. Ja, aber scheinbar nicht. Naja, der Mann fürs Grobe bist du. Das jetzt erstmal. Ja, schleif. Du schleife mal und ich hole mal eine Folie, dass wir denn hier eine Folie drauflegen können. Nehmen wir doch nicht deinen Tisch. Wenn er weg ist, nehmen wir einfach seinen. Ja, wir können auch meinen Tisch nehmen. Den habe ich jetzt abgewischt, meinen Tisch. Der hier ist stabil. Ist ja, ich hole mal eine große Folie und dann muss die Farbe, die, ich glaube, die ist ziemlich fest. Die müssen wir auch noch gut umrühren. Vielleicht müssen wir die auch noch ein bisschen verdünnen. Wie bitte? Da brauchst du nicht zu schleifen, das ist doch hier am Holz dran. Die sind wasserlöslich, die Farben. Also die können. Ach, toll. Wenn Pippi drauf sabbert, dann. Nein, wir wachsen ja nachher. So. Dann ist das versiegelt. Na? Fängst du mit dem an? Ich mache hier das Unterding. Ja. Okay. Können wir machen. Welche Farbe? Grün alles. Du machst also jetzt erstmal alles grün. Achso, wir müssen doch aber eigentlich die Dinge abkleben, oder nicht? Wir machen das nachher. Okay. Also du malst da jetzt nicht über die Dinger drüber, aber wenn du da jetzt so ein bisschen drüber kommst, ist das auch nicht schlimm. Wir übermalen die ja dann nachher mit Weiß. Und dann kleben wir nachher ab. Weil du musst ja jetzt erstmal so streichen, dann musst du das ja auch verschieben, weil da drunter ist ja dann nicht gestrichen. Ja, ja. Ja, also. Dafür. Ist jetzt ein Gimbal gekauft für die große Kamera. Du hast doch einen Knall. Hast du das gekauft? Wir müssen ja zu einer neuen Qualität kommen. Nein, ich habe das nicht gekauft. Habe ich geschenkt gekriegt. Von Hans? Nee, habe ich nicht geschenkt gekriegt. Klar, dass ich kaufe. So, was macht denn ihr hier? Und das wird was oder was? Ja, wir werden sehen. Im Moment müssen wir sowieso das Thema streichen mindestens. Aber das haben habt ihr denn das alles abgeschliffen ordentlich? Ja. Du kannst dir gerne das Video angucken. Jetzt hast du aber den Fuß hier verbogen zum Beispiel. Gucke mal.
Ich habe den überhaupt nicht verbogen. Den, hast du nicht, den hat er sich verzogen, als du den angeschraubt hast. So viel Kraft habe ich nicht. Den müssen wir wahrscheinlich nochmal losschrauben und ein bisschen drehen. Der scheint verdreht zu sein. Siehst du? Vom Anschrauben. Nicht vom Anschrauben. Natürlich. Vom Anschrauben kann der nicht verdrehen. Doch, das hast du nicht auch nicht gemacht. Schreib mal in die Kommentare, kann sowas vom Anschrauben? Natürlich. Ja, aber nicht, wenn man den festhält. Und ich habe ihn festgehalten. Nee, habe ich gesehen, dass er geopfert hat. Das kann man nachher auf Video. Machst du hier? Ja. Oh, das wird wohl endlich mal fertig nach gefühlten 8 Wochen, was das Ding hier rumsteht. Ja, du, wenn ich das nicht mache, weißt du doch, dann wird das nichts. Ja, ja, weißt du, hat mein Vater auch mal gesagt, was du nicht selber machst, wird nichts. Ja. Hast du jetzt hier meine guten Holzreste da genommen oder was? Nee, Wolfgang, das lag jetzt hier. Und das wo lag das? Das lag unter meiner Werkbank, richtig? Da ist kein Abfall. Das lag jetzt hier. Du kannst nicht einfach irgendwas nehmen. Schlägt doch das wieder runter. Ja, ja, das sieht schon so aus. Oh mein Gott, das ist doch schlimm hier. Ich denke. Was denn? So. Was machst du da jetzt? Ach, du streichst das. Wolfgang. So. Was denn? Lass mich doch mal gucken. Ja. Guck hier, das sind jetzt hier die Dinger. Ja. Die müssen jetzt noch ein paar Mal gestrichen werden und dann kommen die hier oben drauf. Ja, na, die habe ich dir gegeben. Ja, okay. Aus meiner Restaurierungs... Ist das nicht süß? Aus meiner Restaurierungskiste habe ich dir die gegeben. So, und dann war jetzt noch meine Idee. Ja. Gucke mal, ich habe hier diese schönen Schablonen. Hier, gucke mal. Komm mal ja, an. Ja. Wenn ich das jetzt hier so drauf packe und dann mit diesem Mint mache. Ob das zu viel wird? Tack, tack. Wenn es zu viel wird? Alles würde ich nicht machen. Nicht nur oben, ja. Ja. Habe ich auch so, ist dann wahrscheinlich... Und was meinst du jetzt vielleicht hier in der Ecke noch in so ein Ding? Oder ich mach erstmal da oben und mach das Ding erstmal fertig, damit man sieht, wie es fertig aussieht. Ja. Oder wie es bis dahin aussieht. Ganz zum Schluss wird das ja dann noch mit Wachs gemacht, ne? Damit das dann versiegelt ist. Ja. Und dann wird das schön ausgebürstet, dass das aushärtet und dann. Mhm. Und was und macht er denn damit? Du einen kleinen, das kannst du als. Beistelltisch nehmen. Als Beistelltisch? Ja, zum, was weiß ich, so ein kleiner Beistelltisch als zum Sofa da an der Ecke oder was weiß ich. Oder du kannst es als Nachtschrank nehmen. Ist doch auch witzig. Als Nachtschrank? Ja.
Wir wissen das hinstellen. Musst du das ja so weit vom Bett wegstellen, dass du das aufschalten, aufklappen kannst. Ist Deko. Wie oft gehst du in der Nacht an deinen Nachtschrank? Öfter. So. Du weißt Bescheid hier. Ja. Das Problem wird sein, wenn du das dreimal hin und her bewegt dann hast. Ist es, ja, dann ist es abgenutzt. Ja. Dann wird die Farbe abgehen. Ja. Ja, genau. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann soll es halt so sein. Und es soll ja hier so. Weil es ja shabby ist, ja. Shabby und vintage. Und dann ist es halt so, ne? Ja. Mhm. Oder man lässt es halt zu, ne? Ja. Wenn man es schön haben will. Ja. Aber. Wenn es eh bloß Deko Schönheit, ist und man da nicht rangeht. Ja. Dann als Nachtschrank. Ja. Dann kann ja nichts passieren. So. Und dann wird ja meine Werkstatt jetzt wieder frei, oder? Nee, da kommt das nächste. Was ich ist? Hab da so ein schönes altes Küchenbuffet, was wir noch machen. Du willst doch nicht das Küchenbuffet hier auf meinem Werktisch machen. Doch, hab ich schon gedacht. Das hast du falsch gedacht, Schatz. Du kannst einen aber auch nur behindern. Ja, ja. Ich bin, ich bin der Behinderte. Ja, das ist meine Werkstatt. Ja. Ich will dir bloß mal was, ich will dir bloß mal was zeigen. Mach mal die Augen zu. Guck mal, was hier oben steht. Ja? Ja, du, da gehe ich immer mit Farbe drüber, dann ist das weg. Das ist doch nicht mehr so tragisch. Guck, tack! So. Ist das nicht schön? Und nachher wird das noch gewachst, Kinder. Mann, das wird von zum Mal zu Mal wird das immer ein bisschen hübscher. Ja. Beim ersten Mal, wo ich das grüne Zeug da drauf hatte, hier die grüne Farbe, habe ich gesagt, naja, gut, okay. Mhm. Geht so. Und was ist das jetzt für Farbe? Das ist Kreidefarbe. Ach, guck, Kreidefarbe. Siehst du, hier muss ich nochmal ausbessern. Naja, da gehe ich dann nachher überall nochmal mit dem Pinsel da. Ja. Ihr habt ja auch ganz schön rumgesaugt. Ja, das ist doch noch gar nicht. Ich habe da gesagt, ich gehe noch mal Reihe rum. Ach so. Hier haben wir jetzt auch noch was. Mhm. Ich gehe noch mal Reihe rum und mache mit einem kleinen Pinsel dann hier. Mhm. Habe ich extra aus meinem Atelier geholt. Mhm. Gehe dann rum und mache das. Guck mal. Och, ist das nicht süß. Aber ich will dir mal was sagen. Ja? Hm? Guck mal, was hier für ein breiter Spalt ist. Ja? Ey! Was denn? Mach doch nicht mal hin und her! Da hätte man jetzt vorher mal die Scharniere ein bisschen reparieren müssen. Weil die sind nämlich offensichtlich ein bisschen ausgeleiert. Und deswegen ist jetzt hier so ein breiter Spalt. Und das ist nicht ordentlich. Und hier drüben ist es dasselbe. Guck mal. Ja, aber Frank, das siehst du das? Die Scharniere sind ein bisschen ausgeleiert. Ja, du hast das Ding vorher gesehen und jetzt fängst du an zu meckern. Das ich fange ja nicht an zu meckern. Doch. Hättest du machen können. Nee, wieso? Ihr müsst, ist da euer Projekt, hast du mir erklärt. Du willst da, das ist mein Projekt oder unser Projekt, ja? Ja, das ist auch mein Projekt jetzt. Ja, siehst du, also hättest du das auch vorher... Nein, ich will das ja so haben. Ach so, okay, dann ist doch gut. Ich finde das schön, wenn das so breit ist. Aber das ist doch nicht ordentlich. Sonst bist du doch immer dafür, dass alles ordentlich gemacht wird. Nee, ordentlich, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ach so, okay. So. Gut, naja, ja. Dann gehe ich jetzt wieder arbeiten. Ja, mach dich weg. Jetzt habe ich natürlich die Schablone drauf gemacht und habe das alles schön getupft und habe euch das erzählt und habe vergessen, die Kamera anzumachen. Sowas kommt von sowas. So, jetzt gehe ich mal hier einfach ran. Bin jetzt dadurch, dass die Schablone sehr klein ist, ein bisschen drüber gekommen, über den Rand, macht nichts, gehe ich, wenn das trocken ist, einfach nochmal mit einem Pinselchen drüber. Hier ist das natürlich ein bisschen an Seiten, hat das jetzt hier nicht richtig so angenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ist ein bisschen schwächer, hätte ich mehr tupfen müssen. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht, wenn das der Auftrag nicht immer so glatt und eben ist. Da können ruhig mal ein paar Patzer drin sein. Das macht ja dieses Chevy eigentlich aus, ne?
Hast ja hier schon ganz schön weitergemacht, wa? Tja, einer muss sehr. So hübsch sieht das aus. Und hier hätte ich schon mal ein bisschen. Mit dem Wachs? Mhm, aber da kannst du noch mal ein bisschen drüber machen. Hier sind manchmal noch ab, die sind ja noch nicht richtig fertig. Und jetzt müssen wir das hier wachsen und dann muss das hier schön gebürstet werden. Das ist jetzt hier das Wachs. Genau. Und das wird jetzt richtig schön verteilt. Immer ruhig noch mal ein bisschen, nicht zu wenig. Das machst du aber sehr schön. Danke, Mama. Ja. Findest du auch toll, dass du mal da was machen darfst, ne? Ja, finde ich. Ne? Oh, hat deine Mutti schon mal schön gemacht, ja? Sieht toll aus. Tagelang hat die hier gesessen und hat gestrichen. Ja. Immer mal so zwischendurch. Ja, das machst du mal ganz gut. Ja? Hält das deinen kritischen Blicken stand? Weiß ich nicht, werden wir noch sehen. Mal gucken hier. Naja, das zieht ja dann auch noch ein. Das siehst du hier zum Beispiel, wie das hier ist. Das ist ziemlich fleckig. Siehst du das hier? Guck mal. Ja. Ne? Stimmt. Siehst du? Jetzt ist es weg, ne? Ja. Und da sieht man es noch. Ja, genau. Unsere kleine Künstlerin. Erstmal überlegen, welche Finger, ne? Das ist immer so mit dem ja. Finger. Der kommt automatisch, der mittlere, ne? Nicht immer. Ich habe auch schon mal einen Zeigefinger gezeichnet. Echt? Nach gefühlten 8 Wochen und Theater, was ich gemacht habe, machen sie heute meinen Werkstatttisch frei. Bin ich ja mal gespannt. Aha, was ist denn hier los? Ihr wollt wohl meinen Tisch frei machen? Wir brauchen Platz fürs nächste, was wir hier machen wollen. Aha. Warum macht dann das große Licht nicht an, das Deckenlicht? Ihr habt doch viel mehr Licht hier zum Filmen. Wir wollten unseren Geist leuchten lassen. Euren Geist leuchten lassen? Ja. Ah, ja. Ihr seid so richtige Geistleuchter. Was habt ihr denn jetzt gemacht hier? Wir fetten das jetzt hier ein, also wachsen das. Wachst das, warum? Dann brennt es besser. Wie eine Kerze. Ja, machen wir noch einen Docht rein und dann ist soweit. Na, ist doch Holz, brennt doch auch so. So, was habt ihr jetzt hier gemacht? Na bitte, so viel mehr Licht. Du sag mal, Wolfgang, ja. Wir haben gesucht. Ja. Das Kürbisschild. Das Kürbisbild, was du das hier? Welches Kürbisbild? Ja, mit dem Kürbisrezept, was vorne für die Hühner. Auf dem Boden, wo soll das sonst sein? Ja, ist es aber nicht. Haben wir nicht gefunden. Na, habt ihr nicht gefunden, das heißt ja nicht, dass es da nicht ist. Ja, dann suchst du mal. Ich soll suchen. Wir haben beide gesucht und nicht gefunden. Ja, naja. Nee, nicht nur wir beide. Ich meine, es waren alle mit dabei. Alle Zuschauer waren mit dabei. Wart ihr auf meinem vermochten Boden da oben? Ja, oder und was? Das kriegen die auch zu sehen, ob du das willst oder nicht. Das wird rausgeschnitten. Nein, es ist authentisch. So, wenn wir das im Video sehen, ja, sage ich jetzt mal. Dann werde ich erstmal eine Weile im Schnäppchenhaus nicht weitermachen, sondern meinen Boden aufräumen und fertig bauen. Okay, dann hebe ich mir das auf, bis wir im Schnäppchenhaus soweit sind. Ach so, okay. Dann zeige ich das und dann kannst du machen, was du willst. So, hast du mal richtig hier draufgehalten? Wo denn? Draufgehalten? Was soll ich denn da draufhalten? Das Muster? Ja, und wir machen jetzt nochmal schön und jetzt zeige ich mal hier. Warte. Ich will das mal zeigen, wie schief das hier ist. Das muss so. Sieht man das? Das muss so. Guck mal hier. Ja. Hier nochmal. Ja, innen auch. Da. Sieht doch niemand. Na klar. Aha, naja. So, jetzt muss ich bloß noch ordentlich die Knaufe da festmachen. Ich muss die ordentlich festmachen. Ja, natürlich. Und du musst es auch noch festschrauben. Ist das nicht euer Projekt? Möchtest du nicht deine Werkstatt zurückhaben? Ja, das kann ich ja einfach da irgendwo vorne in der Ecke schmeißen. Schmeißen schon mal gar nicht. Hätte ich doch mal das Ding nicht rausgerückt. 3 Monate. 3 Monate. Na, den Kasten hier, den komischen Kasten. Was hättest du damit machen wollen? Gar nichts, ich hätte einen Container gehauen.
Siehst du? Und schon guck mal, so einen schönen Kasten willst du in den Container hauen. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja. Aber was ihr wollt, ist in den Container. So, was machen wir jetzt? Da sollen diese Griffe ran. Hier. Also diese. Was ist das? Ringe, ja. Zum Aufmachen. Da vorher andere dran waren und die Löcher jetzt zu groß sind für diese Schrauben hier, bohren wir das auf, 10 mm, schieben so einen kleinen Holzdübel rein, verleimen den und dann können wir da schön die Haken reinschrauben. Ja, wunderbar. So, ihr Lieben, hier ist das gute Stück fertig, als kleines Beistelltischchen neben der Couch. Ja, ich habe es jetzt schon eine ganze Weile im Einsatz, das Video ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Und ich muss sagen, bis jetzt ist hier nichts kaputt gegangen. Man muss halt einfach ein bisschen vorsichtiger sein, wenn man das aufmacht, ne? Ich habe hier ganz viele Kerzen drin. Und hier ist auch alles in Ordnung. Also ist nichts abgegangen. Super gute Qualität hat die Lieblingsmama da gezaubert. Und ja, hier sind ganz viele Kerzen drin. Beziehungsweise muss ich mal nachfüllen. Hier waren eigentlich mehr drin. Gar nicht so schlecht für so ein altes, staubiges Ding, was wir auf dem Dachboden gefunden haben, oder? Ja, das war's dann für heute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und damit verabschiede ich mich erstmal für heute. Wünsche euch einen tollen Sonntag. Eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.